Na, dann probieren wir den jetzt auch noch mal da drauf zu setzen. Ich meine, also quasi voll zu machen, aber da geht gar nichts mehr. Egal, wir fahren noch mal. Irgendwie muss das ja funktionieren, oder er wird gar nicht richtig voll. Aber das passt dann auch. Ich möchte eigentlich, wenn es geht, relativ wenig Ballen verbrauchen, denn ich bin ja nicht nur damit beschäftigt, Getreide anzubauen, da ja, ja gut, mehr geht wohl wirklich nicht, dann passt das. Da ja allen bekannt ist, oder auf vielen Maps, wie auf der hier auch, das Zeug eben vergammeln kann, wenn es zu lange auf dem Feld ist. Und ich dem ja eigentlich aus dem Weg gehen möchte, da ich ja eigentlich auch relativ kleinere Maschinen benutze, dauert natürlich alles etwas länger. Das bedeutet, ich habe wirklich nicht so viele Flächen, die ich bewirtschafte, und relativ kleinere Flächen. Und da ich ja hier zum Beispiel auch mit meinem Vierschaflug wirklich selber zum Teil eine Stunde da sitze und flüge, und wenn man da natürlich gleich hinterher sät, dann wird das eine schon wieder also alt, und das Getreide, und das andere ist noch nicht mal gesät. Und ich versuche immer so, erst alles zu grubbern, also erst fahre ich Mist, dann grubber ich, dann pflüge ich, dann sähe ich alles, und dann habe ich quasi immer alles in einem Schwung. Genau. So, was machen wir jetzt? Ach, da brauche ich ja wieder den anderen Schlepper. Genau, denn wir müssen ja noch die Ballen abladen, weil ich glaube, hier standen noch so ein paar. Ich habe die Wiese geteilt, also noch nicht alles, sondern da geht es jetzt dann weiter da drüben, weil ich eben nicht wusste, wie viele Ballen das ergibt. Ja, so ein paar stehen hier noch. Die müssen wir jetzt eben noch dann holen. So, dann, da steht er auch schon. Ich muss auch noch mal sagen, hier zu diesem IAC 844S, es ist wirklich ein wunderschönes Gerät. Ich benutze den wahnsinnig gerne, und ich bin auch totaler IAC-Fan. Und darum freue ich mich da auch richtig drüber, dass es endlich davon mal so ein paar Versionen gab. Und das hier ist halt so, sage ich mal, eine meiner Lieblingsversionen. Ist halt, ja, klein zu gebrauchen, so ein kleiner für alles Schlepper. Das Einzige, was hier halt natürlich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, sind die Bremsen. Da die jetzt nicht wirklich, sage ich mal, bremsen. Also man lässt den Schlepper eher ausrollen. Und das ist natürlich manchmal, gerade, sage ich mal, zum Ballenladen oder so, ist der nix, weil du halt einfach permanent rollst. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel bremse, ja, bis der zum Stehen kommt, ja, ich drücke die Bremse, ne? Dauert einfach ewig, und dann fährt er ruckartig rückwärts. Das ist, sage ich mal, zum Ballenladen und auch zum, wo man halt ein bisschen vorsichtig fahren muss, ist das einfach nichts. So, ich hoffe, die sind jetzt wieder locker. Steigen wir mal hier ein und laden noch die Ballen ab. Ja, ich habe auch den Ballenwagen gewechselt. Ich hatte ja vor diesen kleinen blauen. Ne, sind noch nicht locker. Jetzt sind sie locker. Genau. Hab dann den hier gefunden, und ich muss sagen, der schaut nicht schlecht aus. Und es gehen ganze 6 Ballen normalerweise drauf. Ich Idiot. Hätte. Okay. Part. Ja, vergessen wir es. Genau. Da gehen halt 6 Stück normalerweise drauf. Ich tue halt immer so 7 oder 8 Stück drauf. Darum fliegen die mir auch immer durch die Gegend. Aber ich möchte halt schon ein bisschen was mitnehmen vom Feld, weil sonst fahre ich ja 10-mal. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Und dann nehme ich es lieber in Kauf, dass mir die Ballen hier runterfallen, so ein bisschen, weil ich wieder zu dämlich bin, es richtig zu handhaben.
Aber wie gesagt, wenn ich das vierte, fünfte Mal... Aha. Schwebende Ballen. Ich glaube, langsam... Jetzt geht's wieder. Also manchmal muss ich ja schon sagen, fällt es mir doch schwer, an diesem Spiel dran zu bleiben. Also gerade so, ich weiß nicht, kennt ihr das vielleicht? Ihr seid gerade am Ballenladen oder ihr ladet irgendwelche Gegenstände auf und sie fallen euch permanent von der Gabel. Oder ihr habt einen schönen Ballenwagen geladen und plötzlich rammt ihr außersehen das Ding oder ihr kommt irgendwie dran oder irgendwas hat Poli oder ach was weiß ich und plötzlich fällt euch alles runter und ihr denkt euch, ach, weil halt auch einfach alles zu leicht ist und man vielleicht auch, also ich sag mal so, ich habe ja bei Freunden auch schon in Wirklichkeit Ballen geladen und da ist es halt so, wenn du noch einen Ballen wo reinquetschen willst, dann drückst du und machst und tust und da fliegt halt nichts weg, sondern du drückst halt dann den Ballen da in diese freie Stelle rein. Ich meine, ist klar, dann kriegt der vielleicht eine Dülle oder sonst irgendwas, aber der Ballen gibt nach. Und das ist natürlich hier nicht so. Das heißt, wenn du hier auf die Kohle triffst, dann hüpft das Ding meistens weg wie ein Flummi und du stehst da und denkst dir so, na super. Und dann hat der Ballenwagen wahrscheinlich noch Kolli und dann zack, bumm, fliegt dann quasi alles, was da drauf ist, wenn es noch nicht fest ist, durch die Gegend und man wirft eigentlich das Spiel sofort wieder ins Eck und denkt sich, so ein Scheiß. So geht es mir echt oft. Ich reg mich über dieses Spiel wahnsinnig oft auf. Aber mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, denke ich mir ganz einfach, wenn solche Malheurs passieren, mein Gott, solange mir das jetzt hier nicht mit dem ganzen Haufen passiert und selbst wenn, muss ich ehrlich sagen, wenn man so in der Pampa rumfährt, sehe ich öfters Strohhaufen oder auch Rundballenhaufen, die weitaus schlimmer ausschauen. Also die dann einfach da reingeschmissen werden, wo man sich eigentlich gar nicht die Mühe gibt, da irgendwas zu stapeln. Und finde ich jetzt persönlich auch nicht schlimm. Schaut auch, also da ich es ja eher so ein bisschen ordentlich mag, so wie auch mein Hof gestaltet ist, wie zum Beispiel auch mal hier so einen alten Hänger irgendwo in der Pampa rumstehen habe, so einen vergammelten, da stört mich das nicht, wenn das nicht alles gerade und was weiß ich was ist. Darum sage ich mal, ist das jetzt nicht so tragisch. So. Ja, den Ballenwagen gab es in zwei Variationen, den gab es einmal leicht und einmal schwer. Ich habe jetzt den leichten genommen. Ich weiß nicht, was der schwere bedeutet, aber ich hatte einfach die Befürchtung, wenn man einen schweren Ballenwagen nimmt, dass den mein kleiner IAC nicht packt oder was weiß ich. Aber ich werde mir den die Tage auch nochmal angucken. Und dann wird man ja sehen, wie der ist. Vielleicht ist der auch einfach vom Gewicht her besser, was dann bedeutet, dass man halt dann, wenn man mal dran kommt, dass der Wagen nicht gleich durch die Gegend fliegt. Kann ja auch sein. Dann wäre das natürlich auch okay.